Mit einem Endoskop wird hier gerade eine Gewebeprobe aus dem Magen entnommen. Die Probe wird sofort in Formalin gegeben. Damit wird sie haltbar und Keime werden abgetötet. Auf einem Datenblatt werden der Name des Patienten und der Entnahmeort des Gewebes eingetragen. Diese Angaben sind notwendig, damit es bei der weiteren Bearbeitung nicht zu Verwechslung kommt. Und wieder gehen die Mitarbeiterinnen der Pathologie auf Nummer sicher. Sie vergleichen Angaben auf dem Untersuchungsantrag mit denen auf dem Gefäß. Die Probe bekommt eine maschinenlesbare Nummer, die sie während des gesamten Prozesses behält. Die Probe und die Information, aus welcher Körperregion sie stammt, werden elektronisch erfasst. Das hat zwei Gründe. So ist ausgeschlossen, dass Proben verwechselt werden. Und auch im Nachhinein lässt sich feststellen, welchen Weg die Probe genommen hat. Der Praxistest zeigt, wie sicher dieses System ist. Der Computer bemerkt den Fehler sofort, falls es doch einmal zu einer Verwechslung kommen sollte. In einem Entwässerungsautomaten werden der Probe Wasser und Fett entzogen. Nur so kann eine hauchdünne und durchsichtige Scheibe der Probe geschnitten und auf ein Glasblättchen gebracht werden. Und nur so kann der Pathologe die Probe später unter dem Mikroskop begutachten. Erst heiß, dann kalt. Die Probe wird in einen Wachsblock gegossen und abgekühlt. Die Probe im Wachsblock wird mit einem Mikrotom in hauchdünne Scheiben geschnitten. Diese Scheiben sind 12-mal dünner als ein menschliches Haar. Die Oberflächenspannung des Wassers glättet die Scheibe. Noch aber ist die Probe nicht fertig fürs Mikroskop. Sie braucht noch Farbe. Jetzt ist die Probe fertig zur Begutachtung unter dem Mikroskop. Und hier kommen sie wieder zusammen. Anträge und Präparate werden wieder zusammengeführt und elektronisch erfasst. Der Patient wartet auf seine Diagnose, also muss es in der Pathologie nicht nur sorgfältig, sondern auch schnell vorwärts gehen. An allen Stationen wird gleichzeitig gearbeitet. Weist die Probe Entzündungszellen oder bösartige Zellen auf? Das beurteilt der Arzt. Dieser Befund weist keine krankhaften Veränderungen auf. Falls doch krankhafte Veränderungen vorliegen, haben wir viele Zusatzmethoden, mit denen wir fast das gesamte Genom entschlüsseln können. Dadurch sind wir am Klinikum Bayreuth in der Lage, die komplette Pathologie abzubilden.